Du willst wissen, wo du das 416, eines der beliebtesten Sturmgewehre in Ghost Recon Breakpoint, findest? Dann pass jetzt ganz genau auf. Die Waffe befindet sich auf der zweitgrößten Insel der Seal Islands, und zwar in der Shark Base. Es handelt sich dabei um eine Wolf-Basis, entsprechend ist die Basis sehr gut bewacht. Vor der Basis befindet sich hier so eine kleine Plattform, die sich sehr gut dazu eignet, die Drohne zu zerstören, sowie einige Wachen im Außen- und Innenbereich zu töten. In meinem Fall gibt es hier im Außenbereich jetzt keine menschlichen Wachen, sondern nur die Drohne. Für die empfehle ich, den Simultanschuss der KI-Kameraden zu nutzen. Für die Wachen im Innenbereich empfehle ich, die Simultanschussdrohnen zu nutzen, denn die KI-Kameraden haben oft Schwierigkeiten damit, die Gegner hier in diesem Tunnelbereich anzuvisieren. Am besten dann die Wärmebildkamera aktivieren und rein in den Lachs. Dann gehst du hier über das Treppenhaus in den zweiten Stock. Im zweiten Stockwerk angekommen, einmal quer durch die Türen und dann findest du hier in dieser Kiste die 416.